Yeah, Leute, freut ihr euch auch schon auf die heutige Übernachtungsparty? Seid ihr auch gut drauf? Dann nicht. Und oh, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Santex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und heute, Freunde, gibt es mal eine weitere Roblox-Story. Wir spielen nämlich heute mal eine Übernachtungsparty-Story. Das wird auf jeden Fall mega, mega cool. Und ich würde sagen, oh, was ist denn mit denen los? Wir sitzen auf jeden Fall hier auf unseren Fahrrädern. Coole Goldkette, muss ich sagen. Stylisch, stylisch. Hier mit unseren vier Freunden sitzen wir auf den Fahrrädern. Und wir fahren gerade auf jeden Fall gerade nach Hause. Vor deiner Übernachtungsparty fahren wir jetzt zu Hause. Warte mal, wer ist das denn? Habt ihr das gesehen? Was denn da los mit unseren Fahrrädern? Und das ist heute auf jeden Fall die Übernachtungsparty-Story. Ich bin mal wirklich sehr, sehr gespannt, in welche Richtung hier sich diese Roblox-Story entwickeln wird. Okay, wir fangen auf jeden Fall an. Und ach, das Mädchen sagt schon, was eine schöne Party. Oh ja, das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Aber jetzt ist auf jeden Fall Zeit zum Schlafen. Und Mädchen, alles gut bei dir? Ich glaube, die Party ist vorbei. Du kannst dein Kostüm gerne wieder ausziehen. Was ist das denn? Das sieht ja schrecklich aus. Oh mein Gott. Aber ich glaube, es ist wirklich jetzt Zeit, ach, zum Schlafen zu gehen. Ich würde sagen, hey, das ist mein Bett. Oh mein Gott. Und eine fragt schon, ja, wollt ihr hier bleiben heute Nacht? Ja, ich glaube, wir bleiben heute Nacht bei den Mädchen. Und bin ich der einzige Junge hier oder wie? Hey, was geht denn da? Wieso bin ich der einzige Junge hier? Okay, sie fragt schon, habt ihr Snacks oder so? Was? Hm, ich habe keine Snacks. Aber hier Kitty Mini sagt auf jeden Fall, hier ist ein Supermarkt oder so eine Tankstelle, so eine kleine, wo man sich vielleicht ein bisschen Essen kaufen kann am Ende der Straße. Ah, das hört sich doch sehr, sehr gut an. Und sie fragt auch schon, wollt ihr, dass wir gehen? Und nicht schlafen, Leute, aufstehen. Was ist denn da los, Freunde? Und einer sagt schon, ja, ich will ein paar Gummibärchen kaufen. Na, okay, okay, Freunde. Ich verstehe schon. Ich glaube, sie haben auf jeden Fall Lust auf Snacks. Habt ihr Lust auf Snacks, Leute? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich denke mal, das heißt aber schon, ja, das bedeutet, wir gehen doch mal ach, nach draußen. Ich meine, was soll da denn schon schief gehen, Freunde, wenn wir einfach noch ein paar Snacks mitten in der Nacht holen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oder würde ich sagen, los, los, los. Oh yeah, wir sehen aus wie krasse Gangster. Wenn ihr uns auf der Straße seht, würde, ja, da würde ich mich nicht mit uns anlegen. Muss ich sagen, kommt ihr, kommt ihr, kommt ihr. Ich will nicht der Erste sein, der nach vorne fährt. Ich bin ehrlich mit euch, Mädels. Kommt schon. Obwohl, ich bin der Junge. Ich muss mich eigentlich trauen. Komm schon, Santex. So, Freunde. Ganz vorsichtig. Und habt ihr das gehört? Da hustet doch irgendwer. Wir fahren jetzt vorsichtig dem gelben Pfeil entgegen. Aber, warte mal, habt ihr das gehört? Ja, ja, ja. Ich hab's auch gehört. Ich hab's auch gehört. Da steht jemand. Und nein, nein. Und da weint wer. Und hallo? Alles gut bei Ihnen? Und warte mal. Ah, was ist das denn? Und oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Nein, nein, nein. Schnell, rennt, rennt, rennt. Wir müssen hier sofort wegfahren. Und die sieht aber ein bisschen entspannt aus. Und oh, die schreien schon alle. Los, rennt, rennt. Oder fahrt um euer Leben. Was war das denn bitte, Freunde? Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Was war das? Fragt schon die eine. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder hier zu Hause angekommen. Oh mein Gott, das war einfach so ein gruseliges Mädchen oder sowas. Und hey, wir haben keine Zeit zum Pennen. Es ist gerade hier was Krasses passiert. Und warte mal, hatte die Frau überhaupt Augen gehabt? Oh nein, sagt die eine. Die waren schwarz, die... Oh Gott, Augen. Erschreck mich doch nicht so. Und der Papa kommt von dem Mädchen rein und sagt, ihr sollt schlafen gehen, Kinder, schlafen gehen. Aber nee, wir haben ein Mädchen gesehen, irgendeine Horrorkreatur. Das soll ich euch glauben, sagt er. Nein, wir haben nicht so viele Gummibärchen gegessen und das kann ja wohl nicht sein. Er hat die Tür zugemacht, Freunde. Er glaubt uns einfach nicht, aber ich glaube, es ist besser, ach, wenn wir uns jetzt schlafen legen sollten. Freunde, welches Bett sollen wir gehen? Links, rechts, links, rechts. Ich schlafe auf dem Boden, Leute. Ja, nein, Spaß. Ich lege mich hier ins Bett. Hier ist doch... Okay, dann halt nicht. Sie haut sofort ab, ey, als ich ins Bett gekommen bin. Meine Güte, man kann es auch übertreiben. Ich meine, so schlimm bin ich jetzt auch nicht. Okay, okay, was passiert jetzt? Und wo sind wir? Wo sind wir angekommen, Freunde? Und ist das ein Traum, sagt die eine. Und oh, das könnte sein. Aber was ist das denn bitte für ein verrückter Traum hier? Man, hier sind so Pfannkuchen, Spiegeleier, Bacon, Luftballons und Gummibärchen. Ja, und sogar die Träume sind hier gruselig. Ich glaube, wir sind tatsächlich hier in einem bösen Albtraum oder so gefangen. Warte mal, was ist das denn? Rennt lieber in euer Leben. Oh nein, das war wieder diese Horrorfrau. Freunde, wir müssen jetzt hier sofort, oh Gott, diesen Parcours hier bestehen. Und um dieser Horrorfrau zu entkommen, komm schon. Ich habe schon so lange mehr kein Obby hier gemacht in Roblox und nein.
schlecht war das denn, Freunde? Ganz, ganz schnell. Ich bin einfach runtergefallen. Oh nein, nein, 60 Sekunden Zeit. Wir haben ganz, ganz wenig Zeit. Oh nein, nein, wir müssen uns jetzt wirklich ultra beeilen. Wie schlecht war das denn? Aber ich will auf jeden Fall hier der Horror-Kreatur entkommen. Oh Gott, was geht denn da ab? So, jetzt, ach, ganz vorsichtig und, okay, sehr, sehr gut. 40 Sekunden Zeit haben wir noch. Haha, ich werde euch bekommen. Rennt um euer Leben. Oh nein, ganz, ganz schnell. Wir hauen ja schon ab. Wir müssen jetzt hier die Wolken noch. Oh, was ist das hier überhaupt für ein verrückter Traum, muss ich sagen. So, komm schon ganz schnell und Gummibärchen. Yeah, yeah, yeah. Ganz, ganz viele. Zack, wow, Gummibärchen. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Ey, so, zack. Ich weiß gar nicht, Leute, überlebt ihr noch? Was ist mit den anderen passiert, frage ich mich. Und was ist das hier? Okay, wir gehen durchs Portal durch und wir haben es geschafft und... Warte mal, wir sind der Einzige, der es geschafft hat. Wir sind komplett auf uns alleine gestellt, oder wie? Das ist auch wirklich ganz und gar nicht gut. Und hört ihr diese Frau noch die ganze Zeit weinen? Und wir sind wieder zurück und wie sehen wir denn aus? Wieso sind meine Augen schwarz und wieso sind deine Augen schwarz? Und oh nein, irgendwas ist hier schief gegangen. Wir haben den Traum überlebt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Traum war. Und es ist eine Stimme. Die Stimme sagt, ich soll kommen. Oh nein, ich habe Angst, aber irgendwie möchte ich auch gehen, sagt die andere. Und nein, wir folgen der Stimme und wir können uns nicht mehr kontrollieren. Das hört sich ja schrecklich an. Ich glaube, die Horrorfrau hat wirklich Kontrolle über unseren Körper genommen. Wir steigen aufs Fahrrad und haben keine Kontrolle mehr. Komm zu mir, Kinder, komm zu mir. Ich habe ein paar leckere Süßigkeiten für euch. Oh nein, wir müssen der Stimme folgen, Freunde. Wir haben keine andere Wahl. Wir sind wirklich komplett kontrolliert und wir wurden manipuliert von der alten Frau. Irgendwas hat sie mit uns gemacht und wir können es tatsächlich nicht mehr kontrollieren. Da fahren wir auf unseren Fahrrädern. Und warte mal, ich glaube, da sollten wir gleich angekommen sein. Im Horrorhaus der... alten Frau und so sieht das Ganze aus und wir sind auf jeden Fall angekommen, aber wir können uns nicht kontrollieren, wir können nichts machen, wir werden angezogen von ihr. Ach, ihr seid gleich da, Kinder. Oh Gott, das hört sich ja wirklich total schrecklich an, aber da sind wir angekommen im Horrorhaus und warte mal, was ist denn da los? Willkommen bei mir zu Hause. Es war so lange, dass ich keinen Besuch hatte. Ja, frag dich mal, wieso, du böse Horrorfrau. Ach, vielleicht könnt ihr hier ein bisschen bleiben, oder für immer. Oh nein, auf gar keinen Fall. Aber wie sehen wir denn aus? Und wir können uns wieder kontrollieren. Und ich kann mich auch kontrollieren. Sehr, sehr gut. Oh, hier sind überall Spinnelinge hier rum. Hier wird irgendwo so ein Ritual beschworen. Hier steht einfach Die drauf. Und oh nein, was passiert hier? Wir müssen rennen. Los, los, los. Kommt in die zweite Etage. Und warte mal, wir müssen hier einen Schlüssel finden oder sowas. Und Freunde, ich habe den Schlüssel gefunden. Direkt hier im ersten Ding. Und damit haben wir das Fenster geöffnet, Leute. Kommt hier. Los, los, los. Schnell, schnell, schnell. Und okay, sie haben es gerade überlebt. Los, los, los. Oh nein, Freunde. Schnell, wir gehen raus. Und sehr, sehr gut. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind im Horrorhaus entkommen. Wir haben einfach direkt den Schlüssel gefunden. Und was ist jetzt los? Und wir fahren wieder weg. Und wir sind wieder normal. Schaut mal, unsere Horroraugen sind schon so weg. Wir sind nicht mehr verflucht, glaube ich. Und ich kann es nicht glauben, Freunde. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und genau, unsere Augen sind wieder ganz normal. Und wir fahren, als wäre nichts gewesen. Wieder nach Hause. Das hat wirklich nochmal ein Happy End gehabt, die Story. Ich dachte schon, die alte Horrorfrau wird uns dafür immer eingesperrt lassen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind der alten Horrorfrau entkommen und... Oh Gott, da bin ich gerade erschrocken. Ich werde euch bald wiedersehen. Oh Gott, Freunde, mein Herz ist wieder stehen geblieben. Aber ich denke mal, das nächste Mal bleiben wir auf jeden Fall in meinem Haus. Was war das bitte für eine krasse Roblox-Übernachtungsparty-Story? Und da fahren wir in den Sonnenuntergang. Oh ja, das war wirklich eine total krasse Roblox-Story. Das war wirklich so eine Mischung aus einer Grusel-Story. Aber am Ende ist wirklich nochmal alles gut gegangen. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi.